und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Frank und heute geht es um ein Fast-Oldtimer. Und die ersten sind schon Oldtimer. Und zwar geht es um einen W202. Ja, dieses Fahrzeug ist hier, weil er so ein kleines Rostproblem hat. Ja, die Kotflügel sind durch mit ihrem Leben. Die Fahrertür ist durch mit ihrem Leben und der Rest sieht, naja, aus. Also, das Auto, das soll irgendwann mal ein H-Kennzeichen kriegen. Schwierig. Ich sage ganz ehrlich, schwierig, weil das Auto ist vom Zustand her, also, ja, wirklich mehr als nur, ja, alt. Also, da hat mal einer nicht so ganz wirklich drauf aufgepasst. Der war zwar bei Mercedes in der Wartung, bevor unser Kunde den gekriegt hat, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der den schon hat. Den haben wir ihm mal durchvermittelt. Wenn ich noch Fotos finde, dann blende ich euch die ein. Aber dieses Auto hat mittlerweile über 300.000 gelaufen. Ja, das ist der 1.8er mit 122 PS und ist Baujahr 93. So, der wird dieses Jahr 30 und zwar, man macht es kaum glauben, der ist Erstzulassung auf meinem Geburtstag. Eigentlich musste ich das Auto fahren, aber ich stehe nicht so auf Benz. Also von daher, ja, gut. Auf jeden Fall ist er im Oktober 93 zugelassen. Und auf jeden Fall, ja, müssen wir den wieder über den TÜV bringen. Und was wir da alles wieder machen müssen, ja, wir werden es sehen. Leute, wir sehen uns in der Werkstatt wieder. Macht's gut, bis gleich. So, fangen wir hier mal an. Hier Bestandsaufnahme, Kotflügel, Unterkanten. Türunterkante, ne? Ganz groß dabei. Hier, da ist er auch sehr, sehr knusprig, muss man wirklich sagen. Da muss man mal gucken mit dem Schraubendreher. Weil, wenn es knusprig ist, ist es meistens auch durch. Mal gucken. Ne, durch ist es noch nicht, tatsächlich nicht. Also daher gesehen, aber jede Menge Dreck drin und das fördert natürlich den Rost. Deswegen sieht das Ding hier auch so aus, wie es aussieht. Ja, hier ist sonst noch alles recht grün, sag ich mal, in dem Bereich. So, Ölverlust, ne? Ölverlust ist dabei. Ja, der hat schon in den Schlitten ziemlich viel investiert. Hier unten die Kotflügelunterkanten, die sind also immer sehr, sehr, sehr beliebt, dass sie durch sind. Schweller haben wir auch schon mal gemacht, Benz hat das schon mal gemacht, Benz hat gefuscht. Aber wenn man hier so, ja, das ist alles nicht das Wahre. Ja, hier dasselbe Spiel, hier ist natürlich auch der Dreck gut drin, hier in dem Halter. So, hier ist der Unterbodenschutz ab, wenn da der Unterbodenschutz ab ist, geht der Rost schneller durch, als man gucken kann. Ja, solche Autos und H-Kennzeichen. So, das ist alles noch im grünen Bereich. Kotflügel, die kommen jetzt neu, weil ihr seht selber, der sieht aus wie Scheiße, ne? Das geht gar nicht. So, die Beifahrertür ist heile. Da ist nichts mit, komischerweise. Ne? Kein Rost dran. In keinster Weise. So, die Seite hier ist auch noch grün, sage ich mal, bis auf da unten die kleine Stelle. Und Türinnenkanten, da seht ihr schon, dass hier so ein bisschen Feuchtigkeit kondensiert und nicht ablaufen kann. So, dann wisst ihr, warum das da so gammelt. Hier seht ihr auch das Wasser, das bleibt dann hier unten drin stehen und dann rostet es hoch, so wie hier. Ne? Kommt es hoch und dann geht der Spaß los. Dann geht der Spaß los. Ja, dass das hier so aussieht, so knusprig, ja, das ist ja, dem zu schulden, wenn hier der ganze Dreck drin bleibt. Ich habe den vorhin erstmal rausgemacht und dann bleibt der ganze Dreck hier drin. Hier haben wir den auch schon mal geschweißt, da seht ihr das, da war er auch schon durch. Ja, und hier an den Kotflügelkanten, hier ist mal einer hingegangen, hat die Scheiße umgelegt.
Fehler gemacht. Ja, nicht versiegelt, hier rostet es, genauso wie da. Da geht das auch richtig los und der Dreck ist auch gut dabei. Ja, und ihr seht, wenn ihr da schon auf die Hinterachse so reinguckt, ne, das sieht auch alles nicht ganz super aus. Ja, schöne Sache ist was anderes. Ja, ich habe hier sowieso noch ein Loch zu flicken und das ist da oben. Da ist er durch, in den Kofferraum, Endspitze. Ja, da muss ich noch ein Loch flicken. Hier seht ihr das auch, Stoßdämpferaufnahme ist auch, ja, ich sag mal, ja, mit dabei, ne? Sozusagen. Ja, wenn man da mal jetzt mal so alles so ein bisschen abklopft, so. Ne? Also wenn das da durch ist, ne, ist das sowieso Feierabend. Ne? Das ist, dann kann man die Möhre wegschmeißen. Ja, hier seht ihr da, das. Dann kann man das so abmachen, hier den Rost. So, dann geht der Rost natürlich richtig los. Und auf sowas H-Kennzeichen. Leute, das können wir knicken. Das wird nichts. Das kann er knicken, das wird nichts. Also das sieht scheiße aus. Ja, und wenn man da den ganzen Dreck so drin sieht, ne, der ist ja auch richtig zugepostet, sag ich mal, mit Dreck hier. Ja, hier ist natürlich auch Rost. Rost, hier haben wir das auch schon mal gemacht. Hier ist relativ gut, sag ich mal, aber hier oben geht es wieder los. Hier oben hinter der Stoßstange sowieso, wenn ich die Stoßstange später abnehme, um das Loch dahin zu schweißen, wird das richtig lustig. Vor allen Dingen hier die Bremsleitung, ne? Wenn man sowas sieht, ja, das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut. So, Türunterkante, ne? Hinten links, ja. Wasserabläufe sind frei, aber es rostet. Es rostet trotzdem wie Sau. Ihr seht es auch von unten hier. Die ganze Kante, die ist so gammelig. Ja, die Tür, die Fahrertür, die kriegt er auch noch neu. Weil die auch derbe angerostet ist. Ihr seht es ja, ne? Also das Türblatt hier, das kriegt ihr nicht raus. Das kriegt ihr nicht raus. Mit allen Gewehrten kriegt ihr das nicht weg. Ja, das ist halt Benz in dem Baujahr. Das ist, ja, Katastrophe. Aber H-Kennzeichen, ne? Hier mit solchen Schrammen und Anschrammungen und solche Sachen wird das mit dem H-Kennzeichen natürlich überhaupt nichts. Und hier seht ihr das nochmal, ne? Das ist, ja, da muss mal eine Grundreinigung, Versiegelung, tralala, die volle Kapelle. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit wir das machen, mit Eisstrahlen am besten. So, ich werde jetzt nochmal von unten gucken. Weil der muss zum TÜV im Mai und ja, bis dahin soll das noch ein bisschen besser aussehen. Aber ganz ehrlich, schöner wird die Kiste nicht. Schöner wird die Kiste nicht. Gucken wir mal hier so ein bisschen durch. Ja, Ölverlust an der Kurbelwelle ist auch wieder mit dabei. Keilrippenriemen, der sieht auch alles andere wieder als gut aus. Lichtmaschine hat er auch schon mal neu gekriegt, sieht man auch so nichts mehr von. Das ist alles zugeölt und zugeschmiert. Ja, das sieht hier aus. Ja, H-Kennzeichen, nee, das ist für ein H-Kennzeichen, ist das nichts, die Kiste. Ne? Also ganz ehrlich nicht. Das ist ein stinknormales Auto, was man so kaufen kann. Das ist auch nicht wirklich nichts Besonderes. Wenn ihr hier seht, da ist der ganze Dreckkrum drauf. Ja. Der gute Mann, der arbeitet im Moor. Ne? Und in so einem Blumen, scheiß mich tot hier, wie heißt das? Die machen so Blumenerde. Ja, und dann fliegt das ganze Torf natürlich. Torf ist natürlich vom Säuerungsgehalt sehr hoch. Und das setzt sich überall rein, dieser feine Staub. Und frisst, ne? Frisst ganz ordentlich. Ja, Benzinpumpe war auch schon mal kaputt. Da haben wir mal eine neue drunter gebastelt gehabt. Ja, das ist eben, das wird nicht besser, das Ding. Hier, da oben seht ihr es auch. Da geht er auf, der Unterbodenschutz. Ja, das ist, ja, der wird halt alt und gebrechlich. Hier, ne? Endspitze wieder dabei, ne? Ja, da kannst du behandeln, was du willst. Aber der rostet und rostet. Und wenn man dann sowas sieht hier, ne? Da ist der Dreck natürlich volles Ellenrohr da drin. Hier seht ihr selber. Ne? So. Da ist so viel Dreck drin. Ja, was willst du dazu sagen? Ne? Ja, und dann sieht der Rest natürlich auch dementsprechend aus. Ja. Für den TÜV nicht problematisch, sag ich mal. Den kriegen wir wohl wieder hin. Aber ich sag mal, für ein H-Kennzeichen, ganz ehrlich, da oben überall der Rost dran, Hinterachse, ne? Das kennen wir ja auch.
Hinterachse das Spiel. Die sieht zwar angerostet aus, aber nicht durch. Differential ist ein bisschen ölig. Man müsste mal gucken, ob da noch genug Öl drin ist. Ja, das ist ja alles so eine Frage, ne? Ja, ansonsten, ja, geht das alle, ne? Hier, Auspuff hat ein Loch. Aber wahrscheinlich nur in der, das ist der Cut. Das ist nur in der Ummantelung, die ist ein Loch drin. Ja, heiß beliebt die Dinger, ne? Ja, hier das Lager, ne? Das ist ja wohl völlig im Arsch. Das sieht ihr auch, oder? Sieht ihr das auch? Ja, völlig kaputt. Ja, Getriebelager müssen wir uns schon mal auf die Schelle schreiben. Da geht was los. Ja, ich baue jetzt auf jeden Fall erstmal hier die Verkleidung raus. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Weil ihr seht selber, da oben kann man das nicht so gut sehen, ob da Rost dran ist oder nicht, aber Dreck, ne? Dreck, da ist jede Menge Dreck im Rathaus. Und wenn man den natürlich nicht wegmacht, Stoßdämpfer vorne ist ölfeucht, ja, da kommen so Sachen noch, ne? Technische Mängel sind da noch dran. So, Federn muss ich auch noch mal gucken, ob die auch noch alle gut sind. Ja, die haben wir auch schon mal rausgehabt, aber das Kühler hat er auch schon mal einen neuen gekriegt, weil der durch war. Ja, das ist alles eben, ne? Ist eben alles alt, aber gut. Ich baue jetzt erstmal die Kotflügel ab und dann schauen wir weiter. Und ihr seht den ganzen Dreck hier auf dem Boden. Der kommt ja nicht irgendwo her. Den habe ich da aus Radläufe gepult. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn das alles so rostet wie Sau. So, ich baue das erstmal ab. Und baue die Rotze aus und dann wollen wir mal gucken, was da drunter ist. Also da kommen bestimmt noch Überraschungen. Weil wenn ich das hier alle so sehe, ja, wird das schon ganz lustig, ne? So, jetzt haben wir hier mal das volle Ausmaß der ganzen Geschichte. Hier ist Rost drauf, Dreck. Ja, das fördert natürlich unheimlichsten Rost auch an dieser, sag mal, Naht. Ja, da. Ja, die dient wahrscheinlich dem Wasserablauf. Darum hat man die hier hingespritzt, damit das Wasser hier abläuft. So, hat aber nicht ganz funktioniert mit dem ganzen Dreck. So, und man sieht hier natürlich auch derbe Anrostung im Bereich des ja, Lampenträgers und im halt Stoßstangenhalters, wie auch immer.
Das müssen wir gleich mal eben ein bisschen behandeln. Das muss alles runter. Ja, andere Seite. Sieht das nicht schöner aus? So, eher gleich. Ne? Ja, das ist eben so, wenn man hier hinter, da kommt man nicht hinter. Und der Dreck bleibt da hängen und dann fängt es an zu rosten. Das ist einfach so. Ja, hier unten das gleiche Spiel. Ne? Hier fehlt allerdings diese Naht, die man hier nicht hingespritzt hat. Warum auch immer. Warum die auch fehlt. Wahrscheinlich ist sie weggeschliffen worden mal im Laufe der Zeit. Ja, und hier muss natürlich auch was gemacht werden und muss behandelt werden, weil hier ist ja nichts mehr. Ne? Das seht ihr ja selber. Da muss noch was dran. Weil, wenn man das vergleicht mit der anderen Seite, so, hier seht ihr es, da ist es noch da. Hier, da ist der Strich noch da. Ja, und hier ist nichts mehr da, hier ist er weggefressen. Also hier diese Kante, die müssen wir nachbilden. Das machen wir nachher auch noch eben fertig. Ja, alles andere ist ganz standardmäßig dreckig. Machen wir eben sauber, Rost weg. Ja, und dann wird das wohl was. Also man muss hier die Kotflügel runternehmen, ansonsten wird das nichts. Hier wird alles komplett versiegelt. Der Kunde möchte das so. Er möchte das Ding unbedingt also noch länger fahren. Und deswegen machen wir diese ganze Arbeit. Es lohnt sich ja, sag ich mal so. Ne? Es wird. Ja, ihr fragt euch ja immer, warum das alles so rostet. Ne? Da unten, da seht ihr das alles schön. Sehr gut sogar. Ja. Was soll man dazu sagen? Das ist alles irgendwie ja sehr komisch. Ich habe da unten das Rohr rausgezogen, ne? Und ja, das Wasserablaufrohr, da ist so ein Wasserablaufrohr wie dieses hier, das sitzt da ja drin. Das geht ja einmal hier oben, ist das da oben an diesem Anschluss hier dran, damit das Wasser von der Frontscheibe da drin abläuft, ja, nach unten weg. Und das habe ich jetzt mal rausgemacht. Alter, ey. Das sieht hier drin aus. Das ist ganz schlimm. Und ihr seht hier überall hier diesen feinen Staub hier, ne? Dieser feine Staub hier, das ist alles Torf. Das ist alles Torf. Und überall hängt der drin. Überall. Das ist echt krass. Und da unten ist natürlich dann auch schon gleich wieder unter den Kabeln der Rost zu finden. Ja, und hier ist auch derbemäßig Rost gefunden worden von mir. Hier ist normalerweise das Rohr befestigt und war das hier so weich. Da habe ich gedacht, warum ist denn das so weich? Ja, auch durch, ja. Hier hinter, ne, alles nur zugeschmanzt. Und dann einfach unter Bodenschutz drüber und fertig. Das ist auch nicht so die richtige Art, ne, wie man sowas macht, ne. Ja, und ihr seht da unterm Halter, ne, da sieht das auch nicht besser aus. Sieht das auch nicht besser aus unterm Halter. Tja, ich habe das ja mal eingesprüht mit Brunox. Auch hier den Halter mit Brunox eingesprüht. Kriegt gleich nochmal eine Kur. Ja, das ist alles. Das ist, ja. Was soll ich dazu sagen, ne? Da fehlen mir einfach die Worte. Hier oben genau dasselbe. Da sieht es auch nicht sauberer drin aus. Das ist alles dreckig und zugeschmanzt. Der ganze Rotz, der sitzt da drin. Ja, Torf, ne? Das ist echt schon krass, das Zeug. Ja, und hier seht ihr, wie das Rohr so drin sitzt, ne? Das Ablaufrohr, das sitzt hier drinne. Und dann habt ihr hier natürlich nur noch eine kleine Öffnung, wo so ein Dreckpolster da rausfallen kann. Aber wenn das hier ratzfatz zu ist, ja, dann ist da auch ganz schnell Feierabend mit dem Geschichtchen. Ja, und ihr seht es hier hinter, sieht es auch nicht besser aus. Ja, da müssen wir also auch bei. Hier ist mal was angesetzt worden, also ein Blech, ne? Ja, da muss ich mal gucken, ob ich das nicht alles komplett rausmache und ein neues reinmache. Ja. Aber das ist nicht heute der Plan. Das muss ich morgen alles machen, ne? Ja, ist alles schon scheiße, aber was will man machen? Kann man nicht ändern. Ja. Schauen wir mal. Ja, locken hier ist ein Kofferraum. Ja, da seht ihr das Ausmaß der Geschichte. Da ist der komplette... Ja. Komplette, ich sag mal, weiß nicht, was das für ein Verstärkungsblech und wofür das ist. Ich schätze, dass das irgendwas festgehalten hat oder tut oder wie auch immer, da ist eine Schraube drin. Ja, aber da ist nichts mehr, das ist rundum zu weggerostet. Ne? Ja, das muss natürlich dicht.
Ja, müssen wir mal gucken, dass wir das hinkriegen. Hier weiß ich jetzt gar nicht. Und ein bisschen Rost dran, aber jetzt nicht so schlimm, dass man jetzt sagen muss, jo, das ist jetzt... Ne? Aber hier ist überall der Torfmull drin. Ne? Das ist ja eben halt die Geschichte, dass überall der Torf drin sitzt. Und das Zeug, das ist so aggressiv. Ne? Wenn das nass wird, es rostet alles durch. Ja, schade, ne? Das ist einfach so. Hier Antennenloch, Freunde, ne? Das ist auch hier alles nur noch Krümeltabak. Ja, da muss auch mal Hand angelegt werden. Das ist auch nicht schön. Ja, das sieht nicht toll aus. Ja, Antennenloch ist genau derselbe Spielkram. Ja, und hier am Stoßlänger, Oberkante hier. Ja, das muss auch alles noch weggemacht werden. Radlauf. Radlauf ist klar, ne? Ja, hier gibt es noch eine Menge zu tun an dem Auto. Ich merke das schon. Und hier unten, da bricht es auch auf. Ich schätze, wenn man hier die Leiste abzieht, ja, hier sieht man es, da ist der Rotz alle drunter. Ja, das ist alle nicht. Hier, wenn man die Leiste hier runternimmt, ne, dann sieht man ja schon das Übel. Ja, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Aber irgendwer muss es ja machen. Ne? Irgendwer muss es ja noch machen. Und wenn der Kunde das möchte, ja, tun wir das halt, ne? So, Freunde, für heute ist erstmal Schluss. Da ist jetzt erstmal ein neues Teil eingebaut. Ich habe komplett neu gebaut. Ich zeige euch das gerne. Wartet mal. So, ich habe komplett neu gebaut. Ich habe da ein komplett neues, ja, komplett neues Häuschen drum zugemacht, aber Rost bleibt hier, ne, da. Und der Dreck bleibt ja auch. Das ist, ja, das bleibt alles nicht aus. Ja, kann man nicht machen. Nichts machen gegen. So, hier habe ich das alles so ein bisschen eingesprüht. Ja. Morgen flexe ich hier die Scheiße raus. Schneide da was raus, was kaputt ist. Hier oben, das Stück werde ich dann auch noch nachformen und wieder ansetzen. Natürlich in vernünftig 2 mm Blech. In etwas dicker. Ja, und den Rest werde ich hier dann auch noch versiegeln. Und ja, dass das auch alles wieder ein bisschen schicker aussieht als vorher. Ja, erstmal so helfen, wie es geht. Ne? Und dann schauen wir mal, was draus wird. Ja, andere Seite sieht nicht anders aus. Das Licht schon ausgemacht, weil, ja, Feierabend, ne? Feierabend. Ja, hier auch, ne? Hier ist die andere Seite, sieht auch nicht besser oder schlechter aus. Das ist alles irgendwie, ja, aber all das bedingt, ne? Aber das wird hakenzeichenfähig, nix. Das ist, dazu ist die Marge zu gering, das wird nix. Das wird Erhaltungszustand, aber mehr auch nicht. Ne? Hat er ein altes Auto, ja, aber ja, der Rest, ne, wird man sehen. Morgen geht's weiter. So, hier seht ihr das Resultat. Jetzt erstmal so, wie er ist. Ne? Anders geht's nicht. Da unten müssen wir noch dran. Also ich habe das ganze, die ganze Endspitze neu gebaut. Da war ja alles weg. Ja, da war ja nichts mehr da zum Kotflügel anschrauben. Also habe ich da mal eben kurz was Neues gebaut. Ja, Kotflügel sind dran. Ja, sieht wieder recht gut aus. Haube könnte ein bisschen höher, aber das Einstellen, das kommt noch. Und das gleiche Spiel natürlich auf dieser Seite. Und ihr seht, dass da alles noch kaputt ist. Das wird dann auch nochmal nachgebaut. Ja, wie gesagt, das wäre erstmal der erste Part mit dem ganzen Geschichtchen hier. Ja, schlimmer geht immer. Kofferraum. Ne? Kofferraum habe ich auch soweit. Da unten die Ecke ist wieder alles versiegelt. So sieht das aus. Neu gebaut, komplett. Tatsächlich, ne? Ja, läuft. Ah, so, Freunde. Ja. Wochenende ist Gott sei Dank immer, ja, samstags ist immer sehr viel los und ich sag mal, das ist immer schwer, das zu verfilmen und ja, ist nicht ganz einfach. Ich muss mal gucken, was ich draus mache. Auf jeden Fall habe ich ja, im Heck ja ein Loch gehabt, was raus musste, beziehungsweise
was weg musste, das war hier die Halterung vom Endschalldämpfer. Die ist total weggerostet, habe ich rausgeflext, habe ich neue reingemacht. So, das nächste Problem hat dann ja gleich auf sich gewartet oder ist dann gleich gekommen. Das war dieses hier, da muss ich jetzt eben mal den Müll da rausschmeißen. So, ich hatte das ja dem Kunden gezeigt. Und dieses Objekt hier, ne, das seht ihr selber, das war hier komplett abgerostet, weggerostet. Das war mehr labil als alles andere. Und den Kotflügel konnte ich auch nicht anschrauben, weil hier die Schraube abgerissen ist. Dann ist einer hingegangen, hat hier schön dick Schmodder reingeschmiert. Ja, das bringt natürlich alle nichts. Ne? Wenn man das nicht behandelt und kein Lack drunter macht, dann bringt dir das nichts. Dann ist so ein Ding hier schneller wieder weggefault, als man gucken kann. Ja, auf jeden Fall ist das Ding hier weggefault, rausgeschnitten, neu gebaut. Ne? Am schwersten war natürlich hier die Sicke zu bauen, weil das eine auslaufende Sicke ist. Ja, nicht überall gleich. Ja, gut. Ist nicht ganz perfekt geworden, aber ich hätte mein Karosseriebauer bestimmt besser hingekriegt. Aber ich sag mal, so wie ich das hingekriegt habe, ist das doch schon lobenswert. Also, alles in Ordnung. So, auf jeden Fall, wie gesagt, ne, also rosttechnisch, ja, ist da eine Menge Arbeit noch zu tun. Und ja, ich hoffe, dass das gut wird. Weil das ist ja alles kein billiges Unterfangen. Neue Kotflügel hat er gekriegt schon mal. Dann kriegt er noch eine neue, keine neue Tür, ich habe eine gebrauchte Tür. Das waren jetzt neue Kotflügel, nagelneue. Aber in Wagenfarbe passend lackiert, weil weiß ist nicht gleich weiß. Da gibt es ja auch 100.000 Farbtöne und wir haben jetzt wirklich gut getroffen. Also ich sag mal, vom Farbunterschied kaum was sichtbar. Ja gut, der alte Lack ist natürlich ein bisschen ausgegilbt, darf man nicht vergessen. Aber durch eine Politur kann man da schon wieder einiges rausholen und dann sieht das alles wieder gut aus. Auf jeden Fall sind die Kotflügel da schon mal vor. Das ist ja schon mal die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist dann eben halt von unten der Rost noch wegmachen. Dann gibt es noch eine Hohlraumkonservierung. Andere Seite, die Schwellerendspitze, sieht auch nicht mehr gut aus. Und hinten rechts die Schwellerendspitze ist ja auch durch. Da müssen wir auch noch bei. Und das vorm TÜV. Ja, und der Rest, ne, Ölverlust und den ganzen Zirkus da, das muss man dann mal eben halt erstmal grob flächig sauber machen, weil der Mensch, der hat es auch nicht so groß auf der Kante. Aber wie gesagt, ein H-Kennzeichen. Ne. Mit dem H-Kennzeichen, da sind wir ganz weit von weg. Den Zustand, vom Zustand her alleine schon, ist das sehr, sehr schwierig, weil das wird nichts. Das wird nichts. Das können wir knicken. Ja, wie gesagt, das war das Video mit dem 202 erstmal. Es wird wahrscheinlich nochmal eins geben. Und dann schauen wir mal, was da uns alles erwartet. Ich werde versuchen, den so möglichst wieder hinzukriegen, dass er da auch das, was er reinsteckt, ne, auch irgendwo sieht. Ja, dann würde ich sagen, das war es dann erstmal mit dem Video. Freut mich, dass ihr dabei wart. Wenn euch mein Kanal gefällt, abonniert ihn und die Klingel drücken und den Daumen hoch für das Video. Und ich würde sagen, macht's gut erstmal und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut.
Folge 5 nicht das komplette Rathaus rausgenommen habe und das